Also ich finde es bei der Firma Kini einfach noch sehr persönlich. Es geht einfach um einen Menschen selber und nicht um irgendeine Nummer. Das muss man spüren. Ich kann das nicht abschalten. Beeindruckend, wenn man der Einzige von Deutschland ist, wo so Sachen fertigt. Den Charme hier in der Gegend, den hat keine Großstadt. Macht einen auf jeden Fall stolz, weil wir ja hier eigentlich die schwäbische Provinz sind. Diesen Baggerertrieb, der war bei mir schon auf der Maschine. Also das habe ich meine Kinder tatsächlich schon sagen können. Das war bei mir auf der Maschine, das habe ich gemacht. Ja. Wenn man gerade vorbeifährt, so wie bei Ehingen, und sieht die Baukräne da, dann denkt man schon immer dran, da steckt bestimmt was von uns drin. Das ist normal. In den meisten Betrieben ist ja Schichtbetrieb, den haben wir hier nicht. Gerade jetzt die Teile selber aufbauen, meistens ist es so, dass das ein wird gestellt und du stehst an die Maschine und tust bloß die Teile wechseln. Und das ist hier nicht. Wir machen ja die Werkzeuge selber. Fahren das Teil auch selber ein, also bis zum Ende, ja. Eigentlich von der rohen Stahlplatte bis zum fertigen Produkt. Und das macht vielleicht die Firma Kienlehrbar aus und der Reiz für die Kunden, wo eigentlich in die ganze Welt Sachen verkaufen, weil wir halt sehr schlagkräftig sind und sehr kurzfristig auch reagieren können. Das ist mit Sicherheit, was mich auch reizt hier zum Arbeiten, ganz klar. Das ist schon enorm, was so eine kleine Firma auf dem Land, sage ich jetzt mal, auf die Beine stellen kann. Wir schneiden den Bereich von 8 mm bis zu 180 mm. Das ist doch eine enorme Leistung, wenn man mal fast 200 mm Stahl einfach geschwind durchschneidet. Das Highlight die letzten Jahre war natürlich meine neue CNC-Maschine. Schon super Maschine, bisschen komplexer. Die Teile waren auch aufwendiger, was aber auch Spaß macht, was eine Herausforderung ist. Und einfach, dass man abwechslungsreiche Teile hat. Man hat mal Kleinserie, man hat mal größere Serien. Und das dann auf jeden Fall schon was Tolles ist, wenn man weiß, diese Teile sind nachher weltweit unterwegs und vielleicht auch teilweise sogar bei einzigartigen Projekten. Manchmal unvorstellbar, wenn ich das manche erzähle oder so. Also können die Guide fassen, dass es eigentlich in unsere Teile sind, wo da in Hamburg umeinander schiffert oder sonstiges. Ja. Also die Firma Kina ist sehr bedacht darauf, dass sie auch um die Gesundheit schaut. Das war dann interessant zum Sehen. Okay, sie wollen, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind und gesund bleiben und auch was dafür machen. Dass sie sogar quasi einen Tag dafür opfert, sage ich jetzt mal wirklich, um uns dann zur Schule und so sagen, passet auf euch auf. Die sind einfach klasse, was die Sache angeht, was unsere Gesundheit angeht. Also gerade die Maschine, wo ich jetzt dran arbeite, die gefällt mir halt, da macht es mir richtig Spaß. Erstens mit großen Teilen, verschiedene Teile, immer Kleinserie zwischen 1 und 10. Und dann wird es nie langweilig. Ja. Die Liebe zum Detail spielt bei unseren Teilen eine sehr große Rolle. Der schwäbische Faktor in den Produkten merkt man nicht nur auf den ersten, sondern auch auf den zweiten und dritten Blick. Wie sagt man beim Schwab? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir kennen das alles außer Hochdeutsch. Die nächsten 100 Jahre kommt das nie mehr vor.